Na? Tada! Ooh, what's in here? Einmal ausprobieren und dann klappt. Bitte schön, ich helfe gern. Glitzert noch was? Ach, die Kiste direkt unter mir. Ach, da. Oh, was ist mit dem kleinen Kerlchen hier los? So, der chillt nur. Wirkt es, als würde er hinfallen. Chillt wirklich nur. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. So viel Spaß gehabt. Wie kriegen wir die da wieder weg? Don't get too close. Ah, kräftig ziehen. Ich ziehen. Und kräftig ziehen. So. Oben ist auch noch eine Truhe. Nein, ah. Oh. Nehmen hier alles mit, was geht. Eins, zwei, komm. Mitspielen. Lass uns zusammen spielen. Ich bin der Geist. Und wenn ich mich umdrehe, dürft ihr euch nicht mehr bewegen. So, kennst die meisten grünes Licht, rotes Licht? Jetzt noch, als der Lehrer schaut. Dreh dich wieder um. Hab dich. Finders keepers. Mag sowas ja. Ein bisschen Blödsinn darf auch mal sein. Was ist hier? Nein, nein. Warum ist der eine groß geworden? Ah, deshalb. Auf, hüpf, hüpf. Warum? Jetzt. Oh je. Ich hoffe, der kriegt noch ein bisschen Luft. Wenn er die denn braucht. Dann mal wieder ein kleines Rätsel. Auf dem Glockenturm hat man wirklich eine tolle Aussicht, findest du nicht auch? Geh zur Spitze um Folgen und folge dem Hinweis des Glockenklangs. Da würde ich zu meinem Schatz führen. Ist da der Glockenklang? Nicht ganz. Spitze.
Huch! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach, gehe ich den ganzen Weg hoch. Ja? Guck, Leute. So. Brauchen die richtige Reihenfolge. Und dann haben wir hier eine Kiste. Ist wirklich großartig. Anscheinend hast du meinen Hinweis verstanden. Jetzt nächstes zur Pendulumgasse im Nordosten der Metropole. Der nächste Schatz wird nicht so einfach zu finden sein. Zack, jetzt. Da hinten habe ich noch eine Kiste gesehen, gell? Hier auch, oder? Was geht es hier? Verstecken spielen? Dabei. Spuren haben sich versteckt. Einen habe ich gefunden. Ich. Seh dich. Ach, dich sehe ich. Fehlt nur noch der Gelbe, ne? Okay, ich darf nicht so weit weg. Ich bin wahrscheinlich irgendwo da oben. Wo ist denn der Gelbe? Nur rot? Blau. Ich sehe Gelb nicht. Muss ich vielleicht... aber nicht so weit weg. Hä? Wo war er denn gewesen? Der Gelbe ist gut. Ich glaube, zeitliche Begrenzung habe ich nicht, oder? Hier hoch? Nein, ich gehe nicht. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht dann hier im Busch drinnen? Ach, sag ich ja, hier im Busch drin. Ich habe komplizierter gedacht, als es war. Viel zu kompliziert gedacht sogar. Finders Keepers. Da oben scheint eine Kiste zu sein. Mit ihm? Vielleicht hat er vom falschen Trank getrunken. Ach, darunter.
Finders Keepers. Dann haben wir da hinten noch eine. Warte, nein, wir haben hier noch eine. Auf dem Turm drauf. Maybe da oben. Vielleicht kommen wir vom Glockenturm aus da leichter hoch. Schon relativ weit hoch. Ich glaube, es wäre beides nicht allzu praktisch gewesen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das dürfen wir schaffen. Stell dich nicht so an, Thomas. Du hast noch haufenweise Energie. Und du? Soll ich dich runterwerfen? Wir haben da unten noch zwei und die anderen haben wir vorerst unten. Ach, guck mal, da unten können wir wieder ein bisschen Gacha spielen. Und zwei Kisten. Den kann ich von hier aus gerade nur eine. Haben wir schon. Den sehe ich gerade keine Kiste. Ja. Ooh, what's in here? Weiter hoch. Keine Kiste. Vielleicht da von innen her rein? Geht das? Ich sehe keinen Weg, wie man da rein könnte. Nee, ich sehe gar nichts. Gar nichts. Kiste hier habe ich. Ach Gott, bin ich. Ich sehe wortwörtlich gar nichts. Wow. Direkt vor meiner Nase. Fantastisch. Einmal Gacha. Oh, wir können ein paar Mal gatschern. Oh, so viel Glück haben wir. Was? Nur ein? Gemein. Oh, Figuren sammeln. Das ist eigentlich auch echt süß. Oh, jetzt kommt gar kein Pinker dazu. Das ist gemein. Aber bei drei hätten doch drei Pinke dabei sein müssen. Wieder nur einer. Ungemein. Mir jetzt ein, zwei hinstellen. Ah, nein. Jetzt aber einige doppelt gekriegt. So bleiben. Ein Belohnungen holen. Oh. Ach, da gibt es verschiedene.
hier so ein bisschen Lohnungen zwischendrin einsammeln. Offenweise Deko-Gegenstände für unsere Hausung und so. Wir haben Post. Oh ja. Auf zur wunderbaren Landschaft. Neue Figur Mualani ist jetzt in der Werbeaktion. Und die Werbeaktion Auf geht's ins Reich des Feuers ist jetzt verfügbar. Nimm an der Aktion teil und erhalte Urgestein sowie andere Ingame-Belohnungen. Sehr geil. Haufenweise Mora. Bin Mora-reich. Noch Mora-reicher. Ja, das machen wir aber nicht jetzt. Die Frage machen wir jetzt auch nicht. Okay. So, da hat's zwei Schnellreisepunkte und hier müssen wir hin. Das ist das Ballon-Dings. Unten haben wir jetzt so ziemlich alles gemacht. Machen wir mal nochmal. Dass wir mal hier außerhalb von der pinken Mauer bleiben, wie man es in der hier so sieht, ne? Also auf der Minimap sieht. Ah, hier sind noch welche. Noch zwei Stück. Nehmen wir noch mit, oder? Die darf ich da nicht wegen dem Zartrad? Dann eben hier entlang. Oh, oh warte, ich glaube, da komme ich so nicht lang. Oma! Du sollst mir hier nicht abstürzen. Mit euch? Ich will spielen. 1, 2, 3 Bauklötze. Lass uns zusammen spielen. Ich bin der Geist. Wenn ich mich umdrehe, dürft ihr euch nicht mehr bewegen. Okay, nochmal. Warum kann der eine rennen? Ups. Ich habe auf den Rennenden geachtet und nicht auf den, der sich umdreht. Sehr gemein. Aber nochmal. Ja. Den dich das automatische Reden startet. Warum kann der eigentlich rennen? Gemein, jetzt hat er den armen Kerl einfach abgeschossen. Sehr unfair. Du bist unfair. Wirklich gemein. So spielt man nicht. Und ungeduldig bist du auch noch. Hab dich. Finders Keepers. So, auf die Pinke wollte ich noch nicht. Oh. Entschuldigung. Uff. Mitten im Geschehen ist hier niesen. Tut mir leid. War so nicht geplant. Hallo.
Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Vielleicht. Gemein. War ich schon da oben? Ich war schon da oben, ne? Okay, aber das heißt, jetzt haben wir hier wirklich alles. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt der Königin folgen. Oh, nicht schon wieder kitzeln. Auf, auf, auf. Was liegt da eigentlich rum? Looks like the star I found earlier. I told the guards to place it near the goddess statue. Maybe they ran into some trouble up there. Oder sie waren faul. Guess we'd better hurry. Ja. Ein Stern. Fast 4 Kisten auf einmal. What's in here? Huh? Oh, nach oben. Okay, die Kisten scheinen wohl etwas weiter oben zu sein. Pfeile, die einem den Weg weisen. Eine Falle. Irgendwie komisch. Ich. Okay. Eine Truhe. Our perseverance has paid off. Das sind Monster, es ist mir ziemlich egal. Passiert. Ich darf die Monster nicht freilassen. Ich mach sie fertig, keine Sorge. Dann? Ja, natürlich. Überlass das mir. Stell dich drauf. Darf sonst nicht rein. Ja. Natürlich brauchen wir jetzt wieder Kulai. Ich kann dir nicht so einfach erledigen. Erledigt. Wenigstens. Noch einer. Oh, hängst du fest? Würde das nur passieren? Judgment is upon. Guilty. Hopp. Würde es bei Sinnoh ähnlich wie bei Razor, wenn ich jetzt wechsle, seine Energie, also seine Fähigkeit wieder erlischt. Das bringt uns nicht viel. Sammeln. Nicht schlimm. Oh.
Hallo? Lasst ihr mich hier mal wieder raus. Komm schon, jetzt reicht's aber mal. Wie viel halten wir denn aus? Wollt ihr mich veräppeln? Aua. Hallo? Check this out. Zettle. Los mit euch. Wie haltet ihr doch sonst nicht aus? Die Vorrichtung darunter habe ich gar nicht gesehen gehabt. The fortune slip was right. Ja. Don't get too close. So, die kriegen wir leichter weg. Dahinter ist nichts. Kann ich dich irgendwie beruhigen? Ah, gib mir die Kiste. Danke. A reward on the road. Diese Pfeile. Hier musst du entlang. Hier entlang. Hier entlang. Okay, das sind nochmal Monster. Ich hab keinen Heiler da. Okay. Da ist auch noch ein Stern. Ja, ich werde angegriffen. Hallo. Auch nicht? Und Radebeul. Nur einen erwischt jetzt gut. Oh, die Kiste ist mein. Ich brauch diesen Stern. Darf ich jetzt? Feels like they really didn't want to give that to us. Ja, bitte. Bernd ist bereit. Oh nö. Zack, bloß. Wenn wir ganz normal auftreten, dann machen wir das kurz mal. Erledigt ist erledigt, ne? Und noch die Bauchwitze dazu. Ich war zu früh. Dann.
denn? Das war jetzt gut. Der war nicht so. Ja. Bitteschön. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Na? Der ganze Weg als Rätsel hinauf. Auch süß eigentlich. Wieder runter und dann da die Treppen hoch zu gehen. Ist schon interessant gemacht, muss man wirklich sagen. Check this out. Oh. Durch den darüber gekriegt. Hey! Ja. Fire it up! Surrender! Windblade! Was jetzt? Aua. Trotzdem erledigt. Jetzt aber, oder? Dann holen wir mal alle wieder runter. Wie jetzt? Hallo? Ging's aber ein Stück. Schön. Ist der? Ist es. Oh, da drüben gibt es noch was. Könnte ich kurz mitnehmen. Hoppala. Okay. Das war eigentlich falsch. Oh, oh. Alter, kannst du mal aufhören? Hallo? Da kommt ja niemand zum Kampf. Alter! Nowhere to run!
bringt halt echt nicht viel. Don't get too close. Oh, nicht schon wieder. Mann, so werde ich ja nie fertig mit dem. Check this out. Nowhere to run. Supporting fire. Through me, justice is safe. Aua. Well played. Schutz dran, Mann. Lass mich nicht. Nein, 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 nein! In death, a new cycle begins. Wie gemein ist das denn bitte? Bin ich so weit runtergestürzt? Das ist so gut. Ganzen Weg wieder hoch. Team ist vielleicht gerade nicht optimal ausgewählt, noch dazu. Feuer und Blitz zusammen funktionieren recht gut. Das steht schon mal fest. Aus den Sitzen sind natürlich vollkommen erschöpft. Welcome to Chioria Boutique. Make sure to keep up. We can do this. Ah, vielleicht soll ich hier Racer dazu nehmen. Vielleicht dürfte das so funktionieren. Habe ich nicht gerade Racers? Warum ist Razor unmüll? Hatte da wohl was vergessen. Ist mir wohl mal was entfallen. So, jetzt aber Feuer und Überladung. Nein, das ist unfair. Zählt der Kack jetzt. Oh, okay, wir haben ihn erledigen können, bevor er... Gut. Geschafft. So, öffnen. Öffnen. Und öffnen. Kann man gerade nicht kaputt machen, so wie es aussieht. Kriege ich die Kiste schon? Ja, kriege ich schon. Team war nicht aufeinander aufgebaut. Aua. Nicht.
bin ich denn jetzt hin? I suppose it wasn't too much trouble. Okay. Und kann man auch noch lang? Fühlt schon wie ein Labyrinth. Wir schon ganz oben angekommen? Anscheinend. Oh je. I can't move. What happened? Your Majesty, this conservative radical, he attacked us. He threw the star from the Astral Garden and even stole the magic thread linking the Oracle Pillars. Huh? But just as we were about to arrest him, the goddess's magic activated, and now we can't move. Halbwegs gut. No! Nobody touched the celestial gear! What's an oracle pillar? You need to use it to pray to the goddess. I'll explain later. First, let's help these guys. Ja, und ihm das Ding da wegnehmen. Mensch. Kann ich dir das nicht wegnehmen? Bringt mir so nichts. Ich meine, der war ja gerade fest. Hätte ich auch so hochholen können. Even if we catch up to him now, we won't be able to change his mind, much less quell the fear that many others like him are feeling. All it would do is turn him further against us. Understood, Your Majesty. Also, this is the magic thread he was holding from the Oracle Pillars. Your Majesty, what should we... Ah, please give that to the traveler over there. I believe they have some questions for the goddess. Yes, Your Majesty. Dankeschön. So, what do we do with this exactly? Die Pillar verbinden? See those oracle pillars over there? Just use the magic thread to connect them together in a specific pattern, and the goddess of prophecy will answer your prayers. Sounds easy enough. Let's give it a try. Okay. Wahrscheinlich wie ein Sternform, ne? Zumindest sieht es von Anfang an so aus. Hallo. Oh, ein Stern. To which course of fate do you seek answers, my child of Simulanka? Der Weg, diese Welt zu verlassen, wie man den bösen Drachen besiegen kann, die Zukunft von Simulanka, der Weg, die Krise der Metropole zu lösen. Go and push the gear that connects up to the starry sky. When that time comes, I shall dance and return the tracks beneath my people's feet back to the stars in the sky. Okay. Die Zukunft von Simulanka?
Gar nichts. Okay, wie kann ich den Drachen besiegen? The hero from another world, supported by their companions, shall restore peace to this world. Gut. Und der Weg, die Welt zu verlassen? Wow, war aufschlussreich. So, Miss Navia was right. The goddess of prophecy didn't tell us anything about the future. Fair enough. Guess we'll just have to play it by ear. Wenn wir das Himmelsrad drehen wollen. Then first, we have to restore the sky back to its original state by putting the stars back in their positions. Let me do a quick count. All right. Adding in the ones we picked up on the way here, I think that's all of them. Okay. Let's go. In the sky? How do we get up there? So locker, wie sie das sagt, wird es wahrscheinlich sehr einfach sein. Oh, I got us covered. We will, of course, be taking the Aerial Express. Ein Himmelsexpress. Wer hätte das gedacht? Is that a flying train? Hey, you already took a train that runs on water. Is a flying train really that much weirder? Well, at least the Maritime Express still runs on a track. Ja, das stimmt. Oh, come on. Don't worry about it. This train has been blessed by the goddess of prophecy. Its whole purpose is to protect the Metropole skies. Das muss ja funktionieren, ne? It took me a lot of effort to find it, you know. I don't think anyone's used it in, like, 100 years. Hey. 100 years? Are you sure it's safe? Let's not forget that the goddess of prophecy's magic has been going haywire recently. Nur ein bisschen. Well, it's not like we have any other options. Unless you want to do the honors, Paimon. Fancy flying up there on your own? Paimon, man kann fliegen? Ja. Für sie wäre es nicht schlimm, wenn er abstürzt. No, thank you. It's way too high up. Oh, wait, Nilu. You've got a feel for how magic works here. Can you do your thing and sense if this train is a real deal? I can try. Yes, I can sense traces of magic, but it's different from the kind I felt in the forest, so I don't know. Okay, fine. Guess there's only one way to find out. That's the spirit. I'll come with you. Miss Nilu, will you be joining us? Wahrscheinlich. I think I'll stay behind. That way, if something does go wrong, you'll have someone on the ground to get you some help. Stimmt. That makes sense. If the train does break down, you can make us a giant origami crane to come bail us out. Or if a crane's too difficult, a finch could work. Okay. Der Zug. Eigentlich da entlang, oder? Naja, eine kleine Pause. Ich bin sofort wieder da. So, und weiter geht es. Schauen uns hier kurz mal um. Schaut mal, wir haben die 125 geschafft. Oh, 143 haben wir schon. Das heißt, uns fehlen nur noch 7 Stück zu den 150. Und dann fehlen uns jetzt noch 3 Sachen. Was ist das eigentlich? Details? Fröhlichkeitsbrief, Hilfsmittel. Ein in einem magischen, leuchtenden, schimmernden Briefpapier zusammen mit einem geschmackvollen Federkiel in der Hand gehalten. Schreibt diese Feder wie von selbst in einer eleganten Schrift. Mit heiterem Wortlaut, in höchster detaillierter Angabe über die Standorte bestimmter Dinge. Scheinbar sollen damit die Standorte bestimmter Sätze angegeben werden. Kann bei Verwendung aller Auszüge der Glückseligkeit in Simulancia. Was? Okay. Interessant. Ah, wenn ich die Reliquien mache, dann kriege ich hier unsere Kirara. Und hier kriege ich die Kleidung des gestiefelten Phantoms. Süß.
Oh, wir bräuchten noch 5 Reliquien. Hm? Ich dachte. Ach so, Y. You better watch out. There's a cat burglar about. Ah, okay, jetzt haben wir schon die Kleidung gekriegt. Fantastisch. Mittlerweile habe ich es kapiert. Das heißt, wir müssten uns jetzt nur noch hier auf die Repliziermöglichkeiten konzentrieren. Gut. Work hard and live each day to the fullest. Holst du den Aufgaben? Ich glaube, wir machen das hier kurz und dann machen wir mit dem anderen weiter. Ja, Eulenmusiker Simulanka. Das ist auch noch. Okay. Wir kommen ja hier wieder ohne Probleme hoch. Das ist ja nicht das Problem. Wollte jetzt eigentlich nicht einfach so abstürzen, ne? Geh nicht ganz da runter. Interessant. Sie sind ja wirklich alle riesig. The cohort of truth seekers followed Albizzi to his clan's sacred site. They arrived to the site of a giant guard towering over them. Up ahead is my clan's gigantified guard. He can be a little pig-headed and he's incredibly strong. Your weapons won't even scratch him. Wait, but wasn't Cappy's clan the one that's all about strength? So, what do you guys believe in then? Oh, the guard is one of Cappé's people. Size is a coveted trait in the clan of strength, after all. Mine is the clan of empathy, and our key contribution is growth serum. Okay. What's empathetic about that? Our ancestors believed that, just maybe, the dragon of old didn't mean us any harm at all. Perhaps the dragon simply didn't notice us, since we are so very tiny. Have I? So, they drank the growth serum and grew even larger than the dragon. Then, they set the dragon down, calmly explained their perspective, and eventually taught it how to empathize. Interesting. The serum isn't what it once was, though. Nowadays, it doesn't make you grow all that much, and it actually makes you lose your empathy. So, I advise we take a detour. Okay. Despite Albizzi's words of caution, somebody, no doubt, has other ideas. Surely we could avoid a conflict with the guard, they think to themselves, if we could just try to understand one another. You could, of course, just take the path to your left and go around. But some people are gluttons for punishment. It's all part of the experience, I suppose. Okay, ich könnte den Weg zu meiner Linken nehmen, aber jetzt will ich's herausfinden. Everyone, I have returned. I come with the long-awaited Marquis and their followers to search for the lost origins of our clan. Well, we weren't told anything about that this morning. Get out of here. Leave us alone. Okay. Okay. You and Albizzi only wanted to strike up a conversation with the guard. But since greeting you wasn't one of the items included in today's schedule, the relationship quickly soured. If you're just looking for a way in, why not consider taking the path on your left?
Versuch war es wert. Ich wollte sehen, was passiert. Okay, keine Kisten, nur nicht. Why is my own clan treating me like a villain? You've been away too long. We all have. Feels like we've been waiting forever. So, und da sind wir. We should be getting close. Why is this place so full of junk? Are you the kind of people who never throw away the box when you buy something because you're worried you won't be able to return it without the original packaging? We'll never find the Oracle pillars in all this mess. Never mind that. We have a more pressing issue. It seems there's a slight problem with my clan's family crest. The Marquis may need to utilize their wisdom to solve the issue. Okay. Ja, ich sehe schon. Ich sehe da kein Problem. Wisdom too, huh? Well, you guys have a bit of everything, don't you? Except empathy. Over here! I found it! Hä? Ich hab sowas gar nicht. Can't you destroy the boxes a little more quietly? Entschuldigung. Muss ich die Sachen finden? Ihr müllt hier ja alles voll. I'll go keep watch. Von der Mitte heraus? Bin ich verwirrt. Unten. Ah. So rum. Geschafft. Ja. This is the last one. Manuskript der Göttin 3. Galileo und Alberto haben heute wieder viele gute Taten vollbracht. Zwar war es ziemlich anstrengend gewesen, für die alte Dame die Apfelweinwässer über die Brücke zu tragen, doch als Belohnung bekam jeder ein kleines Fass. Die alte Dame hat das Fass getragen. An jedem Abend war das Mondlicht, das von den dunklen Wolken nur wenig verdeckt wurde, von besonderer Schönheit. Die beiden Freunde erklommen die hohe Mauer, die zum Schutz vor dem Drachen errichtet worden war. Alberto hatte beim Schere Stein Papier verloren, also musste er mit dem kleinen Fass Wein unter dem Arm die Leiter hinaufsteigen. Schaut, das große Haus, auf das unser dicker Dorfvorsteher so stolz ist. Sieht von hier oben nur so mickrig aus, bemerkte Alberto und zeigte auf das Gebäude. Du zeigst auf das falsche Haus, das ist meins, sagte Galileo. Das da drüben gehört dem Dorfvorsteher. Albertos Sehkraft war bei Nacht nicht besonders gut und so hell der Mond auch schien, es war nicht wie bei Tag. Wenn er die Augen zusammenkniff, konnte er wirklich kaum etwas erkennen. Er strengte sich ein bisschen an, konnte aber immer noch nichts sehen, jedenfalls ist es auch sehr klein. Sagte Galileo. Also stimmt es, was du gesagt hast? Galileo und Alberto waren beide großartige Menschen, die aus Mimik und Worten des anderen Regungen ablesen konnten. Galileos Antwort überdeckte freundlich. Albertos Verlegenheit wegen dessen Sehkraft und auch bei Schere, Stein, Papier hatte Alberto absichtlich verloren, damit er das Fass tragen würde, weil ein Zahnrad unter Galileos Rippen verletzt war. Zum Wohl, nachdem Alberto den Korken des kleinen Weinfasses wieder eingesteckt hatte, hoben die zwei guten Freunde ihre Becher. Am folgenden Tag riefen die beiden Freunde alle Dorfbewohner auf den Dorfplatz zusammen. Zuerst entschuldigen sie sich für den Einsturz der Schutzmauer gegen den Drachen und dann verkündeten sie,
mit dem Drachen ein ernstes Wort reden zu wollen. Der Bau dieser Mauer war für uns alle durchaus eine große Anstrengung, aber wir machen uns nicht so viel aus der Sache, sagte der dicke Dorfvorsteher. Aber du meinst, ihr hättet die Mauer zum Einsturz gebracht, ist das nicht Angeberei? Natürlich war das nicht das eigentliche Anliegen des Dorfvorstehers. Er war ebenfalls ein guter Mensch und sprach weiter. Und den Drachen herauszufordern ist auch viel zu gefährlich. Macht euch keine Sorgen. Und so machten sich die beiden besten Freunde der Welt auf den Weg. Der böse Drache erzitterte vor Alberto und Galileo. Auf unerklärliche Weise konnte der Apfelwein der alten Dame Menschen enorm groß werden lassen. Gestern Abend hatte sie von dem Wein getrunken. Hatten sie von dem Wein getrunken und sich dann auf die hohe Mauer gesetzt, die daraufhin einstürzte. Sie blickten damals auf den Boden hinab und schienen die Denkweise des Drachen zu begreifen. Er war so groß, dass er aus Versehen Dörfer und Städte unter seinen Füßen zerstören konnte. Wenn sie den Drachen dazu bringen könnten, auf die Menschen zu achten, könnte ein gegenseitiges Verständnis möglich werden. Daraufhin tranken die beiden Freunde den ganzen verbliebenen Zauberwein und wurden dadurch sogar noch größer als der Drache. Mit ihrer Alkoholfahne setzten sie sich dem Drachen in ihrer Mitte nehmend, um diesem in ihrem trunkenen Zustand Vernunft beizubringen. Der Drache wollte sich ängstlich zusammen. Jede Bedrohlichkeit verschwand. Er wirkte sogar mitleidenswert. Alberto versuchte den Schutz von einer seiner Schuppen zu kratzen. Schmutz, aber löste dabei versehentlich eine ganze Schuppe ab. Der Drache wollte sich davon machen, doch Galileo befürchtete, das Schlamassel könnte auf alle Zeiten fortbestehen, sofern das Missverständnis nicht ausgeräumt würde. Er griff den Schwanz des Drachen und zog ihn wieder zu sich heran. Eigentlich leben wir schon die ganze Zeit unter deinen Füßen, aber wir sind so winzig, dass du uns wohl nicht bemerkt hast. Jetzt, da wir groß Higgs geworden sind, lallte Galileo. Jetzt solltest du dir stets klar darüber sein, dass wir unter deinen Füßen sein könnten. Der Drache nickte eifrig und so redeten die beiden Freunde und der Drache die ganze Nacht hindurch. Und als sie meinten, ein gegenseitiges Verständnis erreicht zu haben, machten sich die beiden auf den Heimweg. A.A. The signature. So it's true. Empathy is one of the founding virtues of Constellation Metropole too. Just as we suspected. All three are the truth. Okay. Well, this is a lot to process. I feel a little empty inside. Yes, we found the truth, but there's too much truth. I get you. It's like in Inazuma, when there were only 6 books in the Mirage Warrior series, it was really popular. But by the time book number 88 came out, nobody wanted to read it. They all lost interest. Ja, bei Nummer 88, A brief moment of joy is drowned out by a growing feeling of melancholy. But perhaps there is a glimmer of hope to be found too? Anyone? Anyone? All right, I'll say it. How is it the case that these 3 versions of history can all be true at once? Naja, weil sie nacheinander geschehen sind und nicht währenddessen oder halt nicht gleichzeitig. That's exactly what Paimo was wondering, but Boborano kind of already explained it away earlier. So Paimo was worried she'd look stupid for asking the question. It's not a stupid question at all, my dear little pixie. While I did postulate that different truths may coexist, there is an issue when it comes to these 3 truths in particular. The problem is, all 3 truths are the history of the exact same thing, namely the dragon and the Metropole's origins. Yet all 3 bear the signature, showing that they're genuine. Suddenly, the sound of a bell rings out. The bell! It rang once! What does that mean again? Ah, yes! Highest level of emergency! Everyone to the main entrance! Stat! Bring all the glue traps and place them outside the gates! The whole city is on the lookout, and there's only one way out. It's the path right in front of you. Why'd they ring the bell anyway?
Also, why is one ring the highest level of emergency? Obviously, because you have to respond fast when it's an emergency. It'd be a bit too late if they waited till the 99th ring. Okay. I don't get it. Wo muss ich denn jetzt fliehen? Verstehe nicht ganz, warum ich fliehen muss. Und irgendwie ist es ja fast schon zu niedlich. We made it out. Don't know if we'll still be needing this clockwork key, but I yoinked it out before we ran, just in case. Okay, but back to the truth problem. There are three conflicting versions of the truth, and somehow they're all still true. What is that supposed to mean? I don't know. I doubt anyone here in Simulanka can make sense of it. All we do know is that any manuscript bearing her signature has to be valid. Well, she is the goddess of fate, the creator of all this. And all these manuscripts are her grand design. The reason we argued about who was right was that we didn't know enough about the truth of the past. But now we have the truth. So, we just have to accept it. Ja. As surely as we will follow the clockwork path designed for us, so is this the course that history has taken. It is clear and incontrovertible. We will never argue again. Ah, thank you all. Is that all there is to it? Is this where the decision made at the first crossroads of destiny has led us to? A pointlessly happy ending? Overthinking it would be equally pointless. Well, that's enough for one day. Time to take a break. Could you be any more cryptic? You're planning something! Paimon knows it! Whatever happens, today was a breakthrough in my journey of discovery. I will go back and share it with my clan. Me too. And me. Let's leave it there for today then. I'm sure we'll find out what else Mr. Narrator has planned for us tomorrow. Ja, warten wir mal ab, was er am nächsten Tag vorhat.